Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder hier auf meinem Kanal. Ist ja heute wieder mit einem neuen, freshen Black Ops 4 Video. Und zwar ist das Update endlich rausgekommen mit den Aufträgen. Das ist auch wieder längst überfällig, so wie eigentlich die meisten Updates, die in letzter Zeit rauskommen. Und auf jeden Fall, wenn ich das richtig gesehen habe, hat man pro Tag 3 Aufträge, die man machen kann. Beziehungsweise, ich glaube, wenn man einen erledigt hat, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat man hier 3 Auswahlmöglichkeiten. Die eine ist festgegeben, also hat man doch nur 2 Auswahlmöglichkeiten. Bester Mann. Auf jeden Fall haben wir hier in den ersten Auswahlmöglichkeiten haben wir hier 40 Abschüsse mit Schrotflinten. Ist eigentlich relativ easy. Dann 10 Doppelabschüsse. Dafür kriegt man halt jeweils nur 1000 EP. Dann noch hier 50 Sturmgewehrabschüsse. Sollte auch relativ easy sein. Dann noch 50 Abschüsse mit 5 Aufsätzen auf einer Primärwaffe. Also das ist auch easy. Vor allem, wenn man auf Dark Matter geht, beziehungsweise Diamant. Und da bekommt man 1000 EP und eine Kiste. Dann haben wir die schweren Sachen. Das sind einmal ein Doppelabschuss mit einer Fernlenkladung. Da kriegt man sogar 2 Kisten und 2500 EP. Und dann ein Popcorn-Abschuss, beziehungsweise mehr als 2 Feinde mit einer Splittergranate erledigen. Das ist auch ja, relativ schwer, würde ich sagen. Und man bekommt aber dafür auch 2500 EP und ja, 2 Kisten nochmal. Also ja, finde ich auf jeden Fall mega nice. Das heißt, man kann an einem Tag 6 von diesen Aufgaben machen, plus diese eine, die festgegeben ist. Im heutigen täglichen Auftrag sind das 5 Suchen und Zerstören Spiele, die man abschließen muss. Da bekommt man auch nochmal 1000 EP und eine Vorratslieferung, beziehungsweise eine Kiste. Und ja, das Ganze gibt es natürlich nicht nur im Multiplayer, sondern auch im Blackout-Modus, im Zombie-Modus und im Liga-Modus. Und ja, finde ich auf jeden Fall mega nice. Zusätzlich gibt es noch eine Map, die ein bisschen verändert worden ist, beziehungsweise wieder in so einer neuen Version rausgekommen ist. Und zwar ist das Hacienda Twilight. Und ich würde sagen, wir gucken uns die Map jetzt einfach ein bisschen genauer an. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr übrigens den Kanal kostenlos abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der Map. So, wir haben jetzt die Map hier. Sie ist auf jeden Fall draußen etwas heller als drin. Und ja, drin ist es absolut dunkel. Ich weiß nicht, wie man online die Gegner sehen soll. Und ja, es gibt hier auch einen kleinen Geheimgang. Was heißt Geheimgang? Ist einfach nur ein bisschen verändert, die Map. Und diese 2 Türen, die damals auch schon waren, sind ja jetzt einfach offen und kann die Gegner ein bisschen umlaufen. Das ist ganz praktisch, wenn die ganzen Scharfschützengeier hier ein bisschen rumgeiern, kann man die ein bisschen umlaufen und einfach abfacken. Und Leute, wie soll man hier unten überhaupt was sehen? Also ich weiß nicht, wie man normale, getarnte Gegner sehen soll, wenn die sich nicht bewegen. Man sieht dann, denke ich, nur die roten Balken über den Spielern. Und allgemein hat sich an der Map eigentlich nicht so viel getan. Bis auf der Geheimgang ist die Map fast gleich geblieben und überall liegen diese komischen Neon-Dinger rum, damit man ein bisschen noch was sieht. Aber so allgemein ist die Map ganz gleich geblieben. Leute, ist euch aufgefallen, dass hier einfach ein Aquarium ist? Also mir ist das wirklich nie aufgefallen, bis ich das Video von Paco gesehen habe. Der hat mir auch, beziehungsweise in dem Video habe ich auch gesehen, dass hier unten einfach ein verfickter Tiger rumläuft. Das ist mir noch nie aufgefallen. So, das wär's von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung zu Hacienda in die Kommentare. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das ordentlich abfuckt wird. Man sieht halt die Gegner einfach übertrieben gar nicht, wenn man im Haus ist. Draußen geht das Ganze, aber ja, so ist das ja, schon mega belastend. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man eine auffällige Tarnung hat, dass man da wie so eine Leuchtkugel durch die Gegend läuft und einfach absolut eine Zielscheibe ist. Und ja, die Aufträge sind längst überfällig, aber ich finde es auf jeden Fall mega nice, dass sie es jetzt noch reingemacht haben. Schreibt mir eure Meinung gerne dazu in die Kommentare. Und ja, abonniert den Kanal gerne kostenlos. Bei 600 Abonnenten kommen jetzt auch Facecam-Videos. Und Leute, das wär's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da und das wär's von mir. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.